Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zeige ich euch das Black Ops 2 Dyrus Easter Egg mit der Beschreibung hohe Wartungsarbeiten. Ich habe das hier kurz und knackig für euch zusammengeschnitten und werde euch jetzt durch die einzelnen Schritte begleiten. Und ja, Schritt Nummer 1 ist es, den Strom zu aktivieren. Dafür fahren wir gemeinsam mit dem großen Aufzug nach unten. Da werde ich mir dann jetzt einen Schlüssel aufheben und meine Teammates wieder nach oben schicken. Das hat den Zweck, da meine Teammates in der Zwischenzeit, während ich den Strom aktiviere, schon mal die Schleuder bauen können. Weil die benötigen wir auch für das Easter Egg. Um die Crew nach oben zu schicken, einfach den Schlüssel hier hinten benutzen und der Aufzug fährt wieder nach oben. Das ist sogar der schnellste Weg zum Strom, also ich kann es euch nur empfehlen, macht es so wie wir. Und ja, Schritt 1, Strom aktivieren und dann geht es auch schon weiter mit Schritt Nummer 2. Das sind die goldenen Medaillons auf den Fahrstühlen, also es gibt insgesamt 4 Medaillons auf den Fahrstühlen. Und die müsst ihr einfach finden, also die sind glaube ich immer gleich. Und dann müsst ihr euch eigentlich nur alle 4 gleichzeitig auf die goldene Medaillon stellen und das war's eigentlich schon. Also total easy. Und dann hört man auch was. Also ihr merkt das dann auch, dass es richtig war, dass die Gold leuchten. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Schritt Nummer 3 ist es, die Medaillons auf den Boden zu aktivieren. Dafür muss derjenige, der die Stimme hört, als erstes das goldene Medaillon aktivieren. Und dann müssen die Teammates halt ausprobieren, welches richtig ist, weil es ist immer unterschiedlich. Und man kann es halt nur durch Fehler ausprobieren, also durch Fehlversuche ausprobieren, herausfinden. Und ja, dass das alles richtig war, merkt ihr daran, dass das erste Medaillon, was ihr aktiviert habt, nicht mehr ausgeht. Wenn ihr was falsch macht, geht es wieder aus und ihr müsst den Schritt wiederholen. Eigentlich auch ziemlich einfach, dann hört ihr auch wieder eine Stimme, das sagt euch, dass alles richtig war. Schritt Nummer 4 ist es, dass sich ein Spieler die Sniper kauft, die SVU-Sniper neben dem Teddybär für die Musik. Ja, einfach die Sniper kaufen und in den Anfangsraum rennen und dann ins Maul vom Drachen zu schießen, weil da befinden sich Kugeln und die 2 Kugeln braucht ihr für das Easter Egg. Ihr hört auch wieder eine Stimme. Jetzt sind die Kugeln, die gerade noch im Maul des Drachen waren, sind jetzt unter der Tatze des Löwen. Kann man sehr schön sehen. Und ja, damit kommen wir auch schon direkt zum Schritt Nummer 5. Die Kugeln in Bewegung bringen. Ihr müsst mit der Wunderwaffe Slickifizierer müsst ihr 20 Schuss jeweils, also pro Kugel 20 Schuss drauf schießen, bis sich die Kugel dreht. Nach 10 Schuss seht ihr schon, dass die Kugel sich so leicht bewegt, so leicht wackelt. Und ja, dann einfach noch 10 Schuss und dann dreht die sich. Und ja, wenn ihr den einen Löwen fertig habt, einfach bei dem nächsten Löwen weitermachen. Richtofen redet auch die ganze Zeit. Und er sagt dann auch, dass es genug war. Auch Maxis. Also, die reden die ganze Zeit parallel, weil es gibt ja auch wieder 2 Easter Eggs. Einmal die Sicht von Richtofen und einmal die von Maxis. Das hier ist ja jetzt das Richtofen-Easter Egg. Und ja. Ihr seht es, die Kugel, die eine Kugel rechts dreht sich schon. Und die links jetzt auch. Jetzt hat man ein Feuerwerk gehört. Das Feuerwerk kommt aus dem Richtofendrachen. Den könnt ihr daran erkennen, dass bei dem Richtofendrachen blaues Feuerwerk rauskommt und bei dem Maxis-Drachen rotes Feuerwerk. Ja, das zeigt euch auch immer, dass ein Schritt erfolgreich war, wenn dieses Feuerwerk losgeht. Und ja, weiter geht's mit Schritt Nummer 6. Zombies zu dem Turm katapultieren. Dafür müsst ihr eure Schleudern auf die Zombie-Symbole stellen und zum Turm ausrichten. Also die müssen alle zum Turm zeigen. Ich habe hier die Sichten meiner Teammates eingeblendet. Und ja, einfach auf die 4 Zombie-Symbole die Schleudern hinstellen. Ja, mit, also in die Richtung zum Turm und dann einfach eine Runde spielen. Dann schleudern die Zombies, hier sieht man es nochmal in der Vogelperspektive. Dann fliegen die Zombies gegen diesen Turm. Der Turm, ja, kriegt Energie oder was das auch immer sein soll. Kommt so ein blauer Strahl runter. Und dann wisst ihr auch, dass dieser Schritt erfolgreich war. Eigentlich ziemlich cool, also ich finde diese Effekte bei diesem Easter Egg ziemlich cool. Aber leider, das Easter Egg ist ja nicht so anspruchsvoll. Ich wünsche mir mal wieder so ein Shangri-La Easter Egg. Da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. So richtig schwierig, wo man nicht nur 2, 3 Versuche braucht, dass man es mal schafft, sondern so 20, wo man schon wirklich ein paar Controller für gegen die Wand geworfen hat, weil man langsam durchdreht und so. Sowas wünsche ich mir mal wieder auf jeden Fall. Ja, der 7. und letzte Schritt ist es, den Turm mit dem Schlagring zu schlagen. Ich weiß jetzt nicht die richtige Reihenfolge. Wir haben einfach erst alle 4 irgendwie geschlagen. Das hat nicht geklappt. Dann haben wir nochmal einen Zombie hochkatapultiert
Und dann ging das Licht wieder an und dann haben wir nur einen Träger geboxt und dann hat es auf einmal geklappt. Müsst ihr ausprobieren. Dürfte eigentlich gar kein Problem sein. So, das war auch schon das Easter Egg. Also es ist wirklich absolut gar nicht schwer. 75 Gamescore. Wie gesagt, diese Effekte sind wirklich cool. Zur Belohnung kriegt ihr alle 6 Perks. Aber die könnt ihr wieder verlieren durch den Tod. Das haben wir schon ausprobiert. Wir haben uns dann, ja, sterben lassen. Und man verliert die Perks auf jeden Fall. Also beim zweiten Mal. Weil ihr habt ja noch dieses Who is Who. Dadurch verliert ihr ja die anderen Perks nicht. Nur Who is Who verliert ihr. Und ja, wenn ihr dann nochmal sterbt, verliert ihr alle Perks. Also schön vorsichtig spielen. Und ja, das war das Easter Egg. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies killen. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Und ja, haut rein, Leute. Subscribe to Vectix Channel, please. Thank you.